Es war eine humanitäre Aktion, die ihresgleichen sucht. Ein wagemutiges Unternehmen, nur für eine Stadt und ihre Menschen. Die erste Schlacht des Kalten Kriegs. 322 Tage lang kämpft Deutschlands alte Hauptstadt um ihr Überleben. Es sind Tage, die die Welt verändern. März 1948. Durch die sowjetisch besetzte Zone Deutschlands fährt ein Dienstzug der britischen Besatzungsmacht. Marienborn, der Kontrollpunkt der Sowjets. Sie gewähren Briten, Amerikanern und Franzosen Bewegungsfreiheit zwischen den Westzonen und Berlin. Routinemäßig übergibt ein britischer Offizier den Grenzwachen eine Passagierliste. In dieser Nacht aber wollen die Offiziere der Sowjetarmee alle Passagiere einzeln kontrollieren. Eine gezielte Provokation. Sie stellen den ungehinderten Zugang der Westmächte nach Berlin in Frage. Dieses Mal werden die Sowjets noch nachgeben. Doch der Konflikt ist unausweichlich. Gemeinsam haben sie 3 Jahre zuvor Hitlers Reich niedergekämpft. Die Hauptstadt bombardiert und zusammengeschossen. Die Eroberung durch Stalins Armeen, ein Trauma für die Berliner. Jetzt schweigen die Waffen. Berlin im Frühjahr 48. Das hat sich in den ersten Jahren ständig also im Gemüt, das ist jetzt kein Alarm, kein Fliegeralarm, man brauchte nicht mehr raus, man brauchte keine Angst zu haben und so weiter. Es war diese Entspannung nach einer großen Angstwelle, die dann Gott sei Dank zu Ende war. Alles Negative, was sich da danach zeigte, das war alles untergeordneter Natur. Ganz groß war, Krieg war zu Ende. Keine Bomben mehr, keine Kampfhandlungen mehr. Das war eigentlich das Entscheidende. Berlin ist eine besetzte Stadt. Sam Young gehört zu den Besatzern. Er ist Militärpolizist. You saw nothing but destruction. Zerstörung. Sonst sah man nichts. Überall. Es war schrecklich. Für mich als 18-jährigen Burschen war das sehr beängstigend. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Die Stadt war zerstört wie kaum eine zweite, aber sie wurde auch aufgebaut wie kaum eine zweite. Das machte eigentlich jeder mit. Egal, wie er konnte, wo er konnte, auch wer geschoben hat. Wer hat denn nicht damals Zigaretten gegen Obst getauscht und Obst wieder gegen Butter oder so? Der war ja aktiv. Der war ja aktiv, weil er gesagt hat, davon muss ich leben, aber weil er auch gesagt hat, ich habe ja keinen Job. Hoffnung kehrt zurück nach Berlin. In die einstige Metropole zieht es wieder junge Menschen. Wie Sibylle Griese. Sie kommt aus Thüringen und will hier Hauswirtschaftslehre studieren. Es war schwer, ein Zimmer zu bekommen. Und es war viel, noch viel, viel zerstört. Es sah eigentlich traurig aus. Aber nicht so traurig wie meine Heim, wie Querfurt. In Berlin war die Großstadt für mich. Alles, was ich sah, war neu. Nach wie vor herrschen Elend und Mangel. Vor allem die Kinder leiden unter den Folgen des Krieges, in den Hitler die Deutschen getrieben hatte. Mercedes Wild freut sich Tag für Tag auf die Schulspeisung. Das Beste war die Kekssuppe, die die Amerikaner verteilten. Und dann musste man ja auch noch ein kleines Essgefäß dabei haben, ne? Ja, so einen halben Kanister ohne Deckel.
Andere hatten einen Deckel, die haben dann sich das Essen noch einmal auffüllen lassen und es mit nach Hause genommen. Für die Mutter, für die Geschwister. Es war die einzige warme Mahlzeit manchmal, die wir hatten. Almosen der Besatzer für die Besiegten in den drei Westsektoren Berlins. Wie auf einer Insel leben 2 Millionen Menschen mitten im sowjetischen Machtbereich. Nur über die Eisenbahn, eine Autobahnstrecke und einige Wasserwege können die Westalliierten diesen Außenposten der freien Welt versorgen. Ist das hier durchzuhalten? Trauen die Amerikaner, Engländer, Franzosen, hier natürlich vor allem die Amerikaner, trauen die sich hier zu bleiben? Ist es ja eigentlich, wie soll ich mal sagen, so ein bisschen nicht sinnvoll gewesen, dass sie hier sind, mitten im sowjetischen Einflussgebiet. Und wir sind nun die, die davon profitieren mit. Aber wie lange kann das dauern? Nicht mehr sehr lange, wenn es nach den Sowjets geht. Sie haben im Osten Deutschlands politisch klare Verhältnisse geschaffen. Die SED, ihre fünfte Kolonne, ist dort die alles beherrschende politische Macht. So will es Stalin, der rote Diktator. Er hat ganz Osteuropa im Griff. Nur Berlin liegt wie ein Stachel im Fleische des kommunistischen Lagers. Diesen Stachel möchte Stalin ziehen. Berlin im Juni 1948. Seit 3 Jahren wird die Stadt von den 4 Siegermächten gemeinsam regiert. In der alliierten Kommandantur. Nun erklären die Sowjets die gemeinsame Kontrolle für beendet. Dr. Gerhard Dengler, SED-Mitglied, steht für die Sache der Sowjets ein, als Chefredakteur der Ostwochenschau. Die sehen selbst, die hören selbst, urteilen sie selbst. Erst als die alliierte Kommandantur aufhörte zu existieren, da war für uns damals, auch für mich, klar, damit ist die völkerrechtliche Grundlage für eine Anwesenheit der Westmächte in West-Berlin erloschen. Das heißt, wir waren eigentlich der Meinung, irgendwie können sich die Westmächte in West-Berlin unter diesen Bedingungen nicht mehr aufrechterhalten. Militärisch ist die Stadt nicht zu halten. Die Garnisonen der Westmächte in Berlin haben eher symbolischen Wert. Über Abzug oder Verbleib entscheidet letztlich einer. US-Präsident Harry S. Truman. Er steht mitten in einem Wahlkampf. Wird das Engagement für die Hauptstadt des einstigen Kriegsgegners beim Wähler ankommen? President Truman took this very Präsident Truman fühlte ganz persönlich und aus tiefstem Herzen, das einzige Mittel, die fortwährende Aggression des Kommunismus zu stoppen, ist Entschlossenheit. Aber diese Haltung sollte keinen bewaffneten Konflikt mit der Sowjetunion nach sich ziehen. Man musste ihnen sagen, hier ist die Grenze, die ihr nicht überschreiten dürft. Juni 1948. Währungsreform in den Westzonen. Die Geburtsstunde der D-Mark. Die Amerikaner wissen, zwingend für die wirtschaftliche Stabilität des neuen westdeutschen Staates ist eine harte Währung. Doch Berlin bleibt zunächst ausgenommen. Der zentrale Punkt war hier dann die Frage, welche Währung? Welche Währung gibt es? Und da war unsere Entscheidung nun ganz eindeutig, dass wir in die Währung des Westens wollten. Mit all den, sagen wir mal, Folgen, die es da auch haben könnte. Nur eine Woche später kommt das neue Geld auch in den Westen Berlins, nachdem die Russen in ihrer Zone eine eigene Währung eingeführt haben. Familie Ricciardi erhofft sich von der D-Mark das Ende von Schwarzmarkt und Lebensmittelmarken. Das war ganz nagelneu. Das war, während die anderen Geldscheine, die ich erinnere, die waren gebraucht, die waren zerknittert, die waren irgendwie schmutzig. Jetzt war da ein nagelneues Geld und das haben wir schon mit großem Interesse betrachtet. Und wir haben uns schon auch gedacht, damit wird sich jetzt was ändern. Es ändert sich etwas für Berlin.